Darauf mussten Fußballfans in der Schweiz lange warten. Der erste Ernstkampf seit über 100 Tagen und dann gleich ein K.O.-Duell, Lausanne Sport gegen Basel. Ja, ein leeres Stadion, ein Bild, mit dem wir uns zunächst einmal abfinden müssen. Und auch der Abstand auf der Spielerbank etwas gewöhnungsbedürftig. Aber völlig egal, rein ins Spiel, Schweizer Cup Viertelfinal Challenge League gegen Super League. Der Ball, er rollt wieder. Den Akteuren ist die fehlende Spielpraxis zu Beginn aber etwas anzumerken. Schneuli bezeichnend. Bleibt kurz Zeit, das hier zu zeigen. Die regelmäßige Desinfektion des Spielgeräts. Nach einer guten halben Stunde der erste gut vorangetragene Angriff der Basler. Campo mit der Seitenverlagerung. Pululu und Pedretta im Zusammenspiel. Und dann noch einmal Pedretta etwas glücklich. Der Superligist mit einem Chancenplus. Das scheint den Challenge-Ligisten etwas wach zu rütteln. Der lange Ball auf Flo. Direkt weiter auf Schneuli. Noch einmal direkt Türkes Tor. Ja, denkste. Türkes steht bei Schneulis Kopfball einen Schritt im Abseits. Korrekt entschieden. Nichts war's mit dem ersten Post-Corona-Pause-Tor und damit 0:0 zur Halbzeit. Wladimir Petkovic, einer der rund 300 Anwesenden im Stadion in Lausanne, nimmt wieder Platz und hofft natürlich auch auf ein wenig mehr. Und er bekommt mehr. Riveros. Riveros bleibt am Ball, setzt sich durch und findet dann sogar noch den Mitspieler. Pululu. Pululu ans Gehäuse. Beste Möglichkeit für den FCB nach 50 Minuten. Und die Basler erhöhen nun die Schlagzahl, nur 4 Minuten später. Frei, hoch ins Getümmel rein, Wittmer legt ab und dann Gabral. Ja, aber hallo, da ist es, das erste Post-Corona-Pause-Tor. Und was für ein schönes. Arthur Gabral sei Dank, der FCB führt in Lausanne. Und macht gleich weiter. Eckball, Campo. Und da kommt Gabral angerauscht. Doppelpack für den Basel-Stürmer. Das Abwehrverhalten von Losli in der Mitte, aber auch nicht wirklich mustergültig. Die beruhigende 2-Tore-Führung nach 67 Minuten. 5 Zeigerumdrehungen später, Eckball auf der anderen Seite. Und auch hier zappelt der Ball im Netz. Der Anschlusstreffer quasi aus dem Nichts. Zekiri, der Torschütze, und die Spannung damit zurück. Und Basel plötzlich völlig aus dem Tritt. Ganz anders, Ndoi, der zündet den Turbo und findet in der Mitte Joel Geismann, der Ausgleich innerhalb von weniger als 2 Minuten. Basel im Tiefschlaf und Lausanne zurück im Geschäft. Ja, Lausanne plötzlich drückend überlegen. Zekiri, Latte, Ndoi, Omlin mit einem klasse Reflex. Vogelwild, was der FCB da jetzt defensiv zeigt. Denn nur Sekunden später erneut Omlin. Und weil sein Gegenüber Castella auch nichts mehr zulässt, bekommen wir hier zum Neustart gleich noch eine Verlängerung geliefert. Und dort kurz vor der ersten Pause diese Szene. Campo. Mit seinem schwächeren Rechten, Wittmer mit dem Kopf und der erneuten Basler Führung. Lausanne wieder im Hintertreffen und 15 Minuten bleiben. Doch das Heimteam schwächt sich selbst. Losli mit diesem rüden Foul. Gelb-Rot für den Verteidiger und damit die Entscheidung. Denn das war's. Der FC Basel entscheidet diesen Cup-Fight. Dieses erste Spiel nach der Corona-Pause für sich. Und steht in den Halbfinals. Eine Genugtuung für Marcel Koller und seinen FCB.